Begrüße euch zur Pressekonferenz nach dem Spiel 60 München gegen Jahn Regensburg. Endstand vor 15.000 Zuschauern im ausverkauften Grünwalder Stadion 0:1. Die beiden Trainer Joe Enochs und Maurizio Jacobacci begrüße ich neben mir. Und Joe, als Gast gehören dir natürlich die ersten Worte. Ja, vielen Dank. Es war ein sehr enges Spiel, wie alle unsere Spiele in dieser Liga. Wir haben halt gut begonnen, wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, wir haben halt viele Standardsituationen rausgespielt, wir haben halt viele Eckbällen bzw. Standardsituationen aus dem Halbfeld, die ersten 20 Minuten. Und dann haben wir halt so ein bisschen das Spiel aus der Hand gegeben, wo halt 60 halt eine gute Phase gehabt hatte. Und dann, wir müssen halt schon in der ersten Halbzeit einmal wechseln. Agi durch seine Erkältung könnte halt nicht mehr. Und deswegen haben wir halt den Brian reingebracht. Scheint so etwas defensiver zu sein, aber wir wussten, dass Brian auf der linken Seite es halt in der Vergangenheit vorne sehr, sehr ordentlich gemacht hatte. Und dann, zweite Halbzeit war das Spiel, was halt hin und her ging. 60 hatte ein paar Chancen, wir haben ein paar Chancen. Wir müssen halt die Standstation von 60 gut wegverteidigen, weil sie da richtig gut sind. Und das ist uns gelungen. Und dann die Mannschaft zurzeit. Es ist wirklich dieser Lauf, die glauben an sich bis zur letzten Minute. Das sind halt drei Komponenten. Wir sind richtig fit, wir können bis zur letzten Minute halt richtig Gas geben. Zweite Komponente ist, dass wir halt, wenn wir halt Leute einwechseln, dass sie halt egal wer, dass sie immer einen Unterschied machen zurzeit. Und die dritte Komponente, die Jungs glauben an sich. Und diese drei Komponenten zusammen führen dazu, dass wir solche Spiele, solche enge Spiele halt gewinnen können. Und wir freuen uns unheimlich, gegen so einen guten Gegner halt gewonnen zu haben. Vielen Dank. Ich wünsche meinem Kollege alles Gute und mit deiner Mannschaft. Und ja, wir sehen uns in der Rückrunde. Dankeschön. Danke dir. Mauri, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich gratuliere Jan zum Sieg, zum glücklichen Sieg. Ich glaube, heute hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen, sondern die glücklichere. Ich glaube, das Spiel in sich war nicht auf einem hohen Niveau. Erste Halbzeit war, von oben hat es einfach ausgesehen, als wäre es fast im Zeitlupentempo. Es hat mir nicht gefallen, was meine Mannschaft in dem Sinn gegen den Ball verteidigt hat. War nicht optimal, ab und zu auch zu tief gestanden ist. Und trotzdem haben wir eigentlich die einzige Chance in der ersten Halbzeit mit dem Lattenknaller von Frenesi. Ich glaube, im Großen und Ganzen hatten wir eigentlich das Spiel unter Kontrolle. Und wir bekommen natürlich ein Tor in der wieder 92. Minute, das wir so nicht bekommen dürfen, nicht bekommen dürfen. Es ist ein Ball, der einfach lang in die Mitte gespielt wird und wir haben genügend Zeit, um diesen Ball gut zu kalkulieren. Und trotzdem findet er einen Gegner im Strafraum und der kann dann abschließen. Klar ein wenig Glück dabei, weil Pfosten geht dann ins Tor. Schade, weil wir hatten auch noch einen sehr, sehr wichtigen Abschluss mit Frenesi. Der von Torhüter in Ecke abgewehrt wird. Aber da hätten wir natürlich auch besser abschließen sollen. Von mir aus sollte man dort ein Tor schießen und leider nicht zustande gekommen. Und dann noch mit Frey nach dem 1-0 die Riesenchance noch, der ins Seitennetz geht. Schade für den Aufwand, der die Mannschaft auch betrieben hat, auch im ganzen Spiel. Aber man sieht eben, im Moment bekommen wir einfach Tore, so wie wir sie heute bekommen haben, haben sie schon letztes Mal bekommen gegen Viktoria Köln. Das 2-1 und heute noch einmal Ende des Spiels und da stellen wir uns einfach zu naiv an. Ich glaube, wir hätten da uns besser anstellen sollen und darum stehen wir heute mit leeren Händen da und das ist natürlich schon bitter für die Mannschaft, die, wie gesagt, das sicher nicht verdient hätte. Aber wir müssen einfach lernen aus diesen Situationen. Es kann nicht sein, dass wir immer Ende des Spiels Tore bekommen. Ja.
Danke, Mauri. Dann ist Zeit für eure Fragen. Kurzes Handzeichen, dann hätte Marie das Mikro für euch. Matthias Eicher. Servus zusammen, Herr Jakobacci. Ich hätte eine Frage zum Personal. Wie geht es denn den Spielern Niklas Tanner, der sich beim Aufwärmen verletzt hat, auch Julian Guttau, der relativ kurzfristig, glaube ich, ausgefallen ist, und auch Joel Schwarz, der nicht spielen konnte? Also sind sie für Saarbrücken ein Thema oder nicht? Ich glaube, das ist jetzt eins, Tarnat kann ich nicht wissen, weil ich konnte keinen Kontakt haben mit der Mannschaft. Das ist eine Fangfrage, ist nicht gut, das ist nicht korrekt. Okay, gut. Trotzdem nicht korrekt. Was Schwarz anbelangt, es hat ja, nicht gelangt für heute. Aber ich hoffe schwer, dass er in der nächsten Woche wieder mit dem Team mittrainieren darf oder kann. Und Tanat, wie gesagt, da weiß ich nichts. Das andere, ja, mit dem Guttau, da müssen wir die nächste Woche abwarten, um zu sehen, wie es mit ihm steht. Weitere Fragen, die beiden Trainer? Keine? Dann sage ich vielen Dank euch, einen guten Nachhauseweg, viel Erfolg die nächsten Spiele und uns allen noch ein schönes Wochenende. Dankeschön. Dankeschön.